Wir dürfen wieder zurückgehen an den Anfang, wo alles in die Unordnung gekommen ist, und zwar in der Familie. Dort war es so im Paradies, als sie den Apfel gegessen haben, was sagte eben Adam, als er gefragt wurde, hast du von dem Apfel gegessen, von dem ich dir verboten habe zu essen? Und was passiert? Die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich verführt. Jetzt ist Gott schuld. Und der Bruch zur eigenen Frau da. Aber Gott ist jetzt schuld und der Mensch ist total verblendet durch die Sünde. Er sieht nicht die eigene Schuld, sondern Gott ist schuld. Dass du mir eine solche Frau gegeben hast, die mich verführt. Genauso sagt er zur Frau, warum hast du das getan? Ja, die Schlange hat mich verführt. Wieder ist eine Verblendung, man sieht die eigene Schuld nicht. Und was machen sie? Sie verstecken sich und die Liebe ist schon gebrochen. Der Bruch zu Gott und der Bruch untereinander. Die Liebe ist zerstört. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Es funktioniert nicht mehr. Und genau das ist sehr, sehr schwer, genau das in der Familie zu leben. Immer wieder spürst du genau diesen Bruch. Du willst das Gute, aber es hagelt ohne Ende genau an dem, weil wir aus dem kommen und diese Schwäche der Erbsünde in uns tragen. Wie geht Gott jetzt aber hin, um das wieder zu flicken, um das wieder zu heilen? Wo muss er hingehen? Wenn genau diese innerste Verbindung zwischen Mann und Frau, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins, aber eben gerade nicht mehr so eins durch diese Erbsünde. Und manchmal geht es zu sehr und zu schnell auseinander, dass man sich nicht mehr versteht, weil der Bruch da ist. Und man hat wohl den guten Willen und man verspricht sich die Liebe, aber es ist schwierig. Deswegen muss auch Gott über das ein Sakrament machen und sogar in diese kleinste Gemeinschaft hineinkommen, um sie zu heiligen und jede Familie zu heiligen. Deswegen unternimmt er im umgekehrten Gange den Weg wieder in die Familie, da wo gesündigt wurde. Und geht genau als Kind in diese heilige Familie und schenkt sich als Gott Maria und dem heiligen Josef und damit der ganzen Welt. Damit wir alle Gott aufnehmen in die Familie. Aber eine Familie, die hat er gestiftet. Zwei hat er so dermaßen gut vorbereitet. Das Meisterstück ohne Sünde, Maria, die Mutter Jesu, wo er vorweg erlöst hat, so schön gemacht hat, dass er überhaupt kommen konnte. Und den heiligen Josef hat er so vorbereitet und hat eine solche Heiligkeit gehabt, letztlich, dass die beiden rechts und links neben Jesus sind im Paradies. Keiner ist so heilig. Keiner ist so heilig wie Maria und Josef. Und denen beiden tut er sich anvertrauen. Aber dadurch uns allen. Und er heiligt die ganze Familie. Jetzt dürfen wir in diesen Lehrstuhl, wo das ganze Heil innen drin ist, und du siehst eigentlich schon, wenn du es anschaust, das sollte eigentlich sein. Was ist das Erste, was wir lernen von der heiligen Familie, wenn wir in diesen Lehrstuhl, in diese Hochschule der heiligen Familie gehen? Da können wir viel lernen. Jede Familie kann da viel lernen. Als Erstes die Liebe zu Gott. Das ist das Erste. Erstes Gebot. Liebe deinen Gott aus deinem ganzen Herzen, mit all deinem Denken und mit all deinen Kräften, die du hast. Das ist das Erste. Aus dem entspringt die richtige Liebe zum Nächsten. Das ist genau so. Das findest du ganz tief. In der heiligen Familie ist der Herr, das kleine Kind. Jesus Christus, der Sohn Gottes, die Liebe zu Gott, der sich so klein macht und wir jetzt alle als Geschenk bekommen, dass jeder
ihn annehmen kann und lieben kann. Wir dürfen die göttliche Liebe lernen. Und wir dürfen Gott lieben aus ganzem Herzen. Dass genau diese Liebe wir wieder in den Augenschein nehmen und lernen. Wisst ihr nicht, wenn wir in die Familien schauen, wie viel beginnen und sagen, wir schaffen es alleine. Wir können es ohne Gott. Schau mal hin, um dich herum sind alle geschieden. Wer meint, es ohne ihn zu können in der Familie, wenn wir nicht Gott hineinlassen in die Familie, dann werden wir so schwach sein, wie Adam und Eva schwach ist. Und die Schwachheit dringt durch und wir bleiben auf dem alten Menschen stehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und manchmal gibt es dann innerhalb der Familie mehr einen Kampf und manchmal so weit, dass es heißt, es wird zur Hölle, wenn nämlich er nicht in der Familie Platz bekommen hat und Wohnung nehmen kann. Wie in der heiligen Familie, wo er in der Krippe schön liegt. Zwischen Josef und Maria. Und bei dir muss es genauso sein, innerhalb der Familie. Wenn Gott innen drin ist, mittendrin, zwischen der Liebe von Mama und Papa, dann ist es so. Wie oft habe ich schon Ehegatten dann gehört, ja, da hat es gehagelt, es hat nicht gestimmt. Aber wenn wir am Sonntag in der Heiligen Messe waren, waren die Probleme wie weg. Gott hat mittendrin diese kleine Liebe von Mama und Papa, die so menschlich ist, die aber überhöht werden muss, weil wir zu schwach sind, übernatürlich zu leben. Und wir müssen übernatürlich leben, dass diese Gemeinschaft funktioniert. Wir brauchen eine göttliche Hilfe. Wir sollen uns nicht auf unsere eigene Schwachheit, unserer kleinen menschlichen Liebe berufen. Das zeigt uns dieses Bild. Wenn du ihn in die Mitte lässt und lebst, meine Lieben, es sind Umfragen bei den Ehegatten, die das, was sie am Traualtar versprechen, vor Gott, leben im Alltag, das heißt, am Sonntag in die Kirche gehen, das heißt, wirklich Jesus empfangen, ihn ins Herz aufzunehmen. Regelmäßig zu beichten, das Wort Gottes lesen, das Wort Gottes in der Heiligen Schrift, im Katechismus lesen und die Kinder christlich erziehen und alles zu ordnen nach Gott. Suche in allem das Reich Gottes. Wisst ihr, wie groß die Scheidungsrate ist bei diesen Ehegattern? Unter 0,5%. Gott hält zu seinem Wort. Wenn wir aber Jesus verbannen aus der Familie, dann wird die Familie zusammenbrechen. Du bleibst auf deiner Schwachheit sitzen und da kannst du noch so eine gute Meinung haben und so einen guten Willen haben. Du kommst sehr schnell an die Grenze und da kommen Probleme und Dinge, wo du nicht mehr lösen kannst ohne ihn. Ohne die Hilfe des Sakramentes der Eheschließung. Weil er kommt in diese kleine Liebe unserer Menschlichkeit hinein mit seiner göttlichen Liebe. Das zeigt schon die heilige Familie. Gott in der Mitte. Und da müssen wir wieder alle zurückkehren in ganz Europa, dass die göttliche Liebe, die Liebe zu Gott, Gottes Liebe, wieder an erster Stelle tritt. Aus dem heraus kommt das Zweite, lernen wir in wahrer Weise in der Hochschule der Heiligen Familie die Liebe zum Nächsten. Das lernen wir ganz besonders von dem kleinen Kind, weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, dass er am Kreuz für uns stirbt, sein Blut vergießt zur Vergebung der Sünden. Stellt euch mal vor, wir lernen jetzt von Gott, wie er den Menschen liebt. So sehr, dass er sogar für ihn stirbt. Und zwar dein Bruder, deine Schwester. Der dir total neben den Strich geht. Der dir quer im Magen liegt. Alle will er versöhnen und für alle geht er ans Kreuz. Jetzt bricht etwas ganz Neues an.
Das kannst du nicht in alte Schläuche machen. Das musst du in neue Schläuche machen. Das ist die neue Liebe. Diese göttliche Liebe, die die menschliche Liebe erhebt. So weit, liebe deine Feinde, tu Gutes denen, die dich hassen, segne die, die dich verfluchen. Und das dürfen wir in der Familie einüben. In dieses Geheimnis darfst du schon die Kinder hineinnehmen, durch die Taufe, indem sie vergöttlicht werden und diese göttliche Liebe heranreift, dass wir nicht mit unserer menschlichen Liebe an Grenzen stoßen, die so schnell da sind, sondern erhöht werden. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten, so wie Gott ihn geliebt hat. Das dürfen wir lernen. Liebt einander, sagt dieses kleine Kind, der große Jesus, wie ich euch geliebt habe. Und das können wir, wenn die göttliche Liebe hineingegossen wird, in die Herzen aller, die in der Familie sind. Und hier ist ein Übungsfeld für die Kinder, dass die Eltern es vorleben, wie sie diese Liebe leben. Und als Drittes kommt nochmal etwas. Hier wird eingeübt, das ist ein Übungsfeld, ein Exerzierplatz. Die Familie ist wie eine Hochschule, ein Übungsfeld, was du einübst, wenn du siehst, wie Mama und Papa sich vergibt, dass du sie lernst, dass man untereinander vergeben muss. Aber wieder, nicht nur gerade so, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern ganz immer bereit, vollkommen zu vergeben, kein Groll im Herzen zu haben. Und wenn es noch so verwundet ist, in dieser Übernatürlichkeit, in dem wir Gott betrachten und er der ist, der uns lehrt, was Versöhnung ist am Kreuz und uns lehrt, dass in dieser Familie diese Versöhnung gelebt wird untereinander und niemand dem anderen etwas nachträgt, sondern ihn zuerst einmal liebt, wie Gott ihn liebt, dann ist die Familie ein Feld, wo schon ein Licht aufgeht für die ganze Gesellschaft. Hier wird was eingeübt, was grandios ist. Die Familie ist auch ein Platz, ein Übungsfeld, eine Hochschule des Gebetes. Das könnt ihr mal vorstellen, der Anbetung, und zwar der Gottesanbetung. Das könnt ihr mal vorstellen, wie Maria und der heilige Josef in der Weise dieses göttliche Kind angebetet hat. Und das aus ganzem Herzen. Vollkommene Anbetung, wo so viel jetzt abhanden gekommen ist, wo wir aufrufen in der Kirche, kommt zu den Anbetungsstunden und niemand ist da. Es ist abhanden gekommen. Wir können nicht mehr Gott anbeten. Es ist langweilig. Wir sitzen vor dem Fernsehen, wir sitzen vorm Handy, wir sitzen vorm iPad oder sonst irgendwas. Wir sitzen vor den Kommunikationsmitteln, das ist alles interessanter, wie den anzubeten, wie die heiligen drei Könige. Und sie kamen in das Haus und ihr Herz wurde mit großer Freude erfüllt. Und sie warfen sich in einer Prostratio, heißt es, nieder, ganz flach, wie bei der Priesterweihe. Oder wenn eine Ordensschwester ihr ganzes Ja sagt zu Gott, dann werfen sie sich nieder, wie am Karfreitag der Priester sich niederwirft, ganz. Das ist volle Verfügbarkeit, vollkommene Anbetung, volle Übergabe an Gott. Das lernen wir. Anbetung. In der Familie das Heilige hochzuhalten, den Rosenkranz zu beten, Gebetsstunde zu haben, miteinander zu reden über das Wort Gottes, das Heilige hochhalten, die Kreuze da zu haben in den Zimmern und zu wissen, aus diesem Geheimnis lebst du. Wenn das verschwindet, verschwindet das Christentum, weil es lebt von den äußeren Zeichen. Das Heilige hochzuhalten, weil es eben angebetet werden will. Betet alleine Gott an. Das lernen wir. Gott ist anzubeten. Das hat Maria und Josef in einzigartiger Weise gemacht. In dieser heiligen Familie, die eine Hochschule ist, kommt etwas ganz Gewaltiges, was wir lernen dürfen. Und zwar die wahre Menschlichkeit. Wisst ihr, was das heißt? Gott ist Mensch geworden. Und was lernen wir von ihm?
uns zuerst einmal anzunehmen. Auch uns zu lieben, weil Gott uns liebt. Das Menschsein zu lieben, weil er Mensch wird. Die Menschlichkeit, miteinander umzugehen, aufeinander zu achten. Und wie es ich schon mal gehört habe, gerade zwischen den Ehegatten, in einer Sendung im Fernsehen, das war mal sehr, sehr eindrücklich. Da war dann eine Ehegattin, die das goldene Hochzeitsjubiläum gefeiert haben. Dann wurde vom Reporter gefragt, was ist denn euer Geheimnis? Zum Mann hat es gefragt. Und der Mann schaute so die Frau an und dann schaut er den Reporter an und sagte, wenn es meiner Frau gut geht, dann geht es mir gut. Und meine Frau hat immer auch darauf geachtet, dass es mir gut geht. Und dann ist auch ihr gut gegangen. Seht ihr, was Gott uns gelehrt hat? Er schaut nämlich nur auf uns, dass es uns gut geht. Ihm ist schlecht gegangen. Er hat sich was kosten lassen, dass es uns gut geht. Dass du auf den anderen achtest. Dass du ihn nicht abschreibst, dass du nicht auf Kosten des anderen lebst. Dass du ihn nicht auf Abstand hältst. Dass du ihn nicht unterdrückst, unterjochst, quasi, dass du nur der Einzige bist und da müssen alle danach tanzen, nach dieser Pfeife. Sondern, dass es eine Einheit ist, die sich ergänzt, Mann und Frau. Dass du die Talente im anderen förderst. Dass du dich freust, was der liebe Gott in den anderen hineingelegt hat und nicht nur sagst, ich bin der uneingeschränkt alles weiß. Nein, es ist doch gegeben. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht, die ihn ergänzt, die den Mann ergänzt. Und umgekehrt genauso. Sie sind halbe Portionen, wenn man allein bleibt. Erst miteinander ist man diese Stärke. Aber weh, wenn einer die ganze Last trägt. Ich kann alles alleine. Dann ist der andere nebendran wie eine Primel eingetrocknet und lebt sein Schattendasein immer auf Abstand. Ich bin der Alleinige oder die Alleinige Herrscherin bei den Männern oder bei den Frauen, wenn es dem anderen so geht. Ich habe schon beides erfahren. Es ist vollkommen die Ordnung umgeworfen. Nein, das Lernen, dass man den anderen fördert, weil Gott Mensch wird. Er will uns jetzt fördern. Er ist in seiner ganzen Menschenfreundlichkeit zu uns gekommen, um uns zu zeigen, wie er den Menschen liebt. Und das letzte Gute noch aus uns herauszuholen. Sehr, sehr wichtig. Das lernen wir, wahre Menschlichkeit. Gott ist Mensch geworden. Wir lernen durch ihn, wahre Menschen zu sein. Und du bist neben der Spur, wenn du nicht in ihm bist und ihn annimmst. Denn wenn du ihn annimmst, wirst du der wahre Mensch sein, den Gott wirklich gemacht hat. Sonst bist du immer neben der Spur, neben der Mütze. Und du lebst meistens oder zumindest mal oft auf Kosten der anderen und nicht so, dass du dienst und schaust auf den anderen. Sehr, sehr wichtig. Und das muss auch da sein. Steht nämlich, wie wir gehört haben, die Frau soll dem Mann untertan sein. Sie soll nicht das Haupt spielen. Ihr habt es gehört im Evangelium. Wem gibt jetzt, da Josef eingesetzt wurde, als Haupt der heiligen Familie, jetzt die Eingebungen? Nicht Maria, sondern dem heiligen Josef ist das Haupt. Er führt die heilige Familie. Vorher war die Einsetzung als Mutter Gottes vom Engel ihr. Aber dann, wo er sah, sie ist schwanger, hat Gott ihn eingesetzt als Haupt der heiligen Familie. Aber jetzt kommen die Befehle und die richtigen Einfügungen und vor allen Dingen jenes, wo die heilige Familie in der Weise geschützt wird, dem heiligen Josef, aber durchweg. Und Maria geht mit. Aber das ist die Schönheit, dass Gott beides verwendet. Und der Mann soll auch schauen, und das ist der Anspruch auf ihn,
Er soll die Frau so lieben, wie Christus die Kirche liebt. Wo er sich hingegeben hat für sie, ausgeblutet ist und sie schön machen will. Deswegen, ganz einfach ausgedrückt, wenn es der Frau gut geht, geht es mir gut. Eigentlich ganz einfach ausgedrückt. Er hat geschaut, dass es der Kirche uns gut geht. Und wenn das umgekehrt geschieht, jeder mit dem anderen es tut und nicht auf Kosten des anderen lebt, dann ist diese heilige Familie, auch jede Familie, ein Licht, in dem dieses Licht des Herrn aufgeht, der das Licht der ganzen Welt ist und jedes Herz erleuchtet mit dieser Liebe, die er selbst ist. Und das lernen wir, es ist eine Hochschule der Liebe in der heiligen Familie, die jeder Familie eine Predigt hält ohne Ende. In dieser Familie lernen wir die Barmherzigkeit, dass wir barmherzig sind, dass wir für die Schwachen, für die Notleidenden, für die Kranken, für die Armen ein Auge haben, ein Herz haben, wie der Herr selbst es gemacht hat und immer wieder sich hingegeben hat, dass es eingeübt ist, dass die Eltern das vorleben und die Kinder es nachleben. Die Gastfreundschaft, auch eine Hochschule, wie man arbeitet, genau in dieser Stätte der heiligen Familie, in der Familie, die Arbeit, die uns heiligt, denn wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, heißt es in der Heiligen Schrift. Und das ist eine wunderbare Pädagogik, auch die Arbeit innerhalb der Familie, wo Jesus sich eingegliedert hat in diese schwere Arbeit des Tekton, wie es im Griechischen heißt, die Häuser gebaut haben, das heißt Schreiner, Häuser mit Steinen gebaut, mit Holz, Zimmermann, die haben komplett das ganze Bauteil hochgezogen. Also die konnten alles. Das heißt das griechische Wort Tekton. Nicht nur Zimmermann oder Schreiner. Alles. Die haben alles gemacht. Das waren Allrounder. Und Jesus ist dann gleich mitgegangen als kleiner Bub mit 12 Jahren in diese harte Arbeit eingeführt, den ganzen Tag. Und nicht davongelaufen, sondern sich diesem Joch unterzogen, weil es eine Heiligung ist. In dieser heiligen Familie lernen wir was? Das werdende Leben zu lieben. Wie sehr ist dieses Leben angenommen worden? Das im Schoße der Mutter herangewachsen ist. Jetzt als Gott. Eigentlich ist wie eine Hostie. Jedes Kind. Und wie viel haben wir abgetrieben? Jedes Jahr 100.000 in Deutschland. Und seit 1965 Millionen, Milliarden auf der ganzen Welt. Jetzt ist der Mutterschoß der unsicherste Ort der ganzen Welt geworden. Und dort geschieht am meisten Tötung. Normalerweise ist es so, dass er der sicherste Ort sein sollte. Der Ort, wo das Leben entgegengenommen wird, nicht abgetrieben wird, nicht verhütet wird durch Verhütungsmittel, sondern angenommen wird. Da kann eine Kanzlerin dann sagen, wir haben zu wenige Fachkräfte, überall finden wir sie nicht mehr. Ja, wo sind sie? Abgetrieben haben wir sie. Das sagt sie nicht. Und das müssen wir als Kirche sagen. Wir müssen die Ehrfurcht vor dem werdenden Leben im Mutterschoß, das Heiligtum, das Gott selbst so schön gemacht hat, in Maria wieder neu entdecken. Wir müssen die Liebe zum Leben haben. Wir müssen verliebt in das Leben sein. In die Kinder. Da rennen wir nicht mit Hunden rum, mit 3 Hunden am besten. Und andere rennen mit so viel, also gerade im Gegenteil, die sich dann öffnen fürs Leben, laufen mit den Kindern rum. Und dann werden wir Deutsche irgendwann nicht mehr da sein, wenn wir uns nicht öffnen für das Leben. Das ist die Predigt, die wir heute haben müssen. Das müssen wir sagen einer Gesellschaft, die fast degeneriert wurde, die ein Hass gegen das Leben hat. Denn im Alten Testament war es eigentlich so, dass wenn du Kinder hast, bist du gesegnet. Jetzt ist das Gegenteil. Was haben wir da verkehrt? Das ist die Predigt und die Hochschule und dieser Lehrstuhl der heiligen Familie, der uns so viel zu sagen hat. Die Liebe
zum werdenden Leben im Mutterschoß. Aber auch dann, wenn wir da keine Ehrfurcht mehr haben, dann haben wir vor dem alten Leben auch keine Ehrfurcht mehr. Dann wird es weggemacht. Dann machen wir Euthanasie und da wird alles weggemacht. Das nicht. Wir lernen die Ehrfurcht vor dem Leben. So wie wir die Ehrfurcht vor Gott haben. Auch die Ehrfurcht vor dem Leben, vor dem Menschen, als Heiligtum, weil es ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir lernen, die Sakramente zu empfangen in dieser heiligen Familie, in der Familie. Wie sehr ist diese Familie alles? Jetzt versteht ihr, ich habe nur ein bisschen angerissen, ich könnte noch den ganzen Abend reden, das wäre jetzt wirklich zu viel, weil ihr so lange gewartet habt. Ich könnte noch reden und reden, reden, was diese Familie für Geheimnisse in sich birgt. Und sie hat noch viel zu predigen, diese heilige Familie, für jede Familie, viel zu predigen. Aber eines ist ganz sicher. Satan kann dieses Licht nicht ertragen. Weil Gott genau diese Familie als Abbild seiner selbst erschaffen hat. Er schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis und dort wird das Leben entgegengenommen. Und das will er jetzt in einer Gender-Ideologie aufs Äußerste entstellen und zerstören, indem er abnormale Formen, die nicht der natürlichen Form entsprechen, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, diese Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, nicht zwischen zwei Männern oder zwei Frauen, sondern genau diese Liebe zwischen Mann und Frau, als innerster Kern, als gesunder Kern der ganzen Gesellschaft. Und wenn das, dieser gesunde Kern mit Gott, mitten in der Familie, da ist, ist die Gesellschaft wieder gesund. Er weiß ganz genau. Deswegen heißt es bei der Schwester Lucia von Fatima, hat mein Brief im Vatikan gefunden, der letzte Angriff, den der Teufel starten wird, ist gegen die Familie. Weil er dieses Abbild nicht erträgt. Weil er diesen Glanz nicht erträgt. Weil diese Familie als Abbild des dreifaltigen Gottes geschaffen ist. Seht ihr, wie viel das uns diese heilige Familie zu sagen hat. Haltet sie hoch. Wir müssen wieder beten für diese Familie, für die Väter, für die Mütter, für die Kinder, für alles, für die zerrütteten Ehen, die kaputt gegangen sind, dass wir wieder Gott finden und neu beginnen. Denn Gott kann alles wieder gut machen. Bei denen, die Gott lieben, gereicht alles zum Guten. Dass diese Ordnung wieder da ist. Und das ist heute eine gewaltige Botschaft für die ganze Gesellschaft. Weil der innerste Keimzell, die lebendige Zelle innerhalb der Gesellschaft, die sie gesund erhält, ist die Familie. Und so spreche ich mit Johannes Paul II., der es ganz tief durchschaut hatte, der eine Enzyklika über die Familie geschrieben hat, der den Ausspruch kreiert hat, also uns mitgeteilt hat, Familie, werde, was du bist. Abbild des dreifaltigen Gottes. Amen.